Na komm, Peter. Hier ist dein Anzug. Es ist tröstlich, hier heute so viele fremde Gesichter zu sehen. Meine Mutter hätte das sehr bewegt, auch wenn es sie stutzig gemacht hätte. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Ist das Grandma? Du warst immer ihr Liebling, das weißt du, oder? Sogar schon als Baby. Ich sollte dich nie stillen, das wollte sie immer tun. Aber sie war auch eine ziemlich schwierige Frau, was vielleicht meine Art erklärt. Ich kenne sie von ihrer Mutter. Was? Manchmal könnte ich schwören, dass ich ihre Anwesenheit spüre. Sie ist nicht gegangen. Sie hatte diese Rituale, diese Freunde. Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst? Sie war gar nicht mehr richtig hier. Am Ende. Mir gefällt das nicht, Dad. Mir gefällt das nicht. Was passiert hier? Peter! Erhebst du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine Mutter. Peter! Mom, was passiert hier? Mach es auf! Mach es auf! Ich möchte meine Familie nicht noch weiter belasten. Verstörende Musik und Bildwechsel, eine abgefahrene Wahl an unterschiedlichen Eindrücken und Impressionen, nicht zu viel verraten, muss ich sagen, will ich diesen Film sehen. Damit war das der erste Trailer zu Hereditary, wenn man es so ausspricht, oder Hereditary, ich bin mir nicht ganz sicher, das Vermächtnis, den uns Blended Film ab dem 14. Juni 2018 in die deutschen Kinos bringt, mit Toni Collette in der Hauptrolle, ein Horrorstreifen, der über 2 Stunden geht. Das ist ein gutes Zeichen, dass der auch eine tiefschürfendere Geschichte hat und es geht um die Vergangenheit und die Geheimnisse einer Familie und das alles so ein bisschen umwoben wird mit sehr, sehr krassen Bildern, sei es das Mädchen, das bzw. die Tochter der Familie, die der Taube den Kopf abschneiden will, oder die verschiedensten Eindrücke und immer wieder dieses Zusammenführen mit diesem Puppenhaus oder diesem großen Hausmodell, in das man am Anfang hineinführt, aber genauso auch das Studiosymbol, das gezeigt wird bei der Fahrt unter die Erde, bei der Beerdigung, muss ich sagen, sind das kreative Ansätze, wo ich sage, okay, will ich sehen aus den optischen Gründen, aus den erzählerischen Gründen, und dass der Trailer mich so sehr triggert, dass ich mich dann frage, okay, was genau verbirgt sich hier? In diesem Streifen geht es um die Familie Graham. Mutter Annie, ihr Mann Steve und die Kinder Peter und Charlie, während Peter so ein typischer Teenager ist mit seinem Problem, ist Charlie so ein bisschen schrägerer Natur, und Annie selbst ist eine Galeristin, die daran arbeitet, eine nächste Ausstellung zu konzipieren, als das Familienoberhaupt, die Mutter von Annie namens Ellen, verstirbt. Aber die scheint eine ganz klare Vergangenheit und auch merkwürdige Freunde gehabt zu haben. Das kann man zumindest erahnen, wenn man schon hört, dass bei der Beerdigung noch viele fremde Gesichter vor Ort sind, und dann nach und nach muss eben Familie Graham herausfinden, was da in ihrer eigenen Vergangenheit brodelt. Was genau, wird man erst sehen, wenn man sich den Streifen anschaut. Der soll wohl sehr, sehr gut sein, hat sehr gute erste Kritiken weltweit, und deswegen bin ich gespannt darauf, aber bis Mitte Juni ist noch ein bisschen Warten angesagt. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.